Das ist er also, der Lieblings-Porsche von Udo Lindenberg. Hier noch lässig durch die Stadt bewegt vom Panikrocker höchst selbst. Doch als Udo in der Nacht zu Dienstag eine Spritztour machen will, der große Schreck. Das teure Einzelstück ist verschwunden aus der Tiefgarage des Hotel Atlantik. Der Porsche 911 R ist wirklich etwas Besonderes. Nur 991 Exemplare davon wurden gebaut, allesamt in Weiß und nur ein einziger in Schwarz. Das super Sondermodell für Udo Lindenberg, Neupreis damals etwa 200.000 Euro. 2016 kam der erstmals auf den Markt mit einem 500 PS 4 Liter Boxer. Und ganz besonders im Gegensatz zu allen anderen mit einer Handschaltung, also mit einem ganz konventionellen 6-Gang-Schaltgetriebe. Und das macht ihn für Puristen besonders attraktiv. Wie kann es also sein, dass ein derart auffälliger Wagen einfach so aus der Tiefgarage des Nobelhotels verschwindet? Haben finstere Gestalten etwa die derzeit laufenden Renovierungsarbeiten genutzt und Udos Unikat im Schutze der Dunkelheit geklaut? Die Hamburger Polizei ist am Vormittag ziemlich einsilbig. Ein Sprecher bestätigt am Telefon nur, dass ermittelt werde. Mehr Details gibt es nicht zu dem Fall. Ohnehin ist es nur schwer vorstellbar, dass dieser Wagen als Hehlerware überhaupt verkäuflich wäre. Der schwarze 911 R ist der einzige, der so lackiert ist. Er hat keine Rallye-Streifen und fällt dadurch natürlich auf. Wenn dieses Auto im normalen Straßenverkehr gefahren würde, würde er unter Umständen sofort rausgefischt werden. Und damit hätte dann keiner was davon. Ich sehe da keinen Markt. Die Autoleidenschaft von Udo Lindenberg mag nicht jedem geläufig sein. Doch der Panikrocker liebt seine fahrbaren Untersätze. Bin ich allein unterwegs auf der Autobahn und kann da sehr gut Texte machen. Dann kommen die Genieblitze angeflogen. Wenn Cabrio kommt, direkt an. Oder manche sind durchs Fenster durch. Ne? Und womöglich war es auch ein Genieblitz, der heute Nachmittag plötzlich die Wende in dem Fall bringt. Udo Lindenberg meldet sich in der Redaktion des NDR. Und dann hat er jetzt gerade, also Udo Lindenberg persönlich, vor ein paar Minuten angerufen und hat gesagt, ja, er wolle uns informieren, der Porsche ist wieder da, wir sollen uns keine Sorgen machen, er freue sich sehr, einen O-Ton könne er nicht geben, weil er jetzt auf dem Weg zur Polizei sei, um eben seinen Porsche wieder abzuholen. Alles wieder gut, also der teure Porsche wieder aufgetaucht und Panikrocker Udo kann anders als hier auch wieder standesgemäß Gas geben.